Heute gibt es wieder ein absolutes Filetstück aus der Werkzeugwelt im Baufunk 24 Werkzeug Adventskalender. Aber ich gebe mal das Wort weiter an meinen Kollegen. Und neben mir mein bezaubernder, selten erreichter und oft kopierter Kollege André Bruckschmidt und sein Hund. Ja, und der Hund leckt dir die Der hat mich die ganze Zeit Finger abgeleckt, ja. Erzähl, was geht's heute? Ja, es geht um den Werkzeug Adventskalender. Ich weiß nicht, was da drin ist. Wir müssen das aufmachen und gucken, was da drin ist, weil es die Überraschung. Oh, und weich oder hart? Ist hart, sehr hart. Mhm. Ist ja eigentlich schon mal perfekt. Hart ist gut. Ja. Oh, guck mal. Oh, die mag ich ja, ne? Was ist noch eine? Guck mal. Ah. Was ist es? Was kann es? Also das ist jetzt quasi ein Mikrozangen-Set XS von Knipex. Gibt es einzeln, gibt es so. Gibt es auch in so einer schönen Tasche. Und wir haben da, glaube ich, alle davon. Knipex Cobra XS. Es gibt ja eine Mini-Variante. Mhm. Die hat 125 mm. Die haben wir auch. Gibt es... auch als Set, gibt es auch einzeln, gibt es auch in so einer schönen Schmuckschatulle. Hat dann tatsächlich auch einen Griff mit Tauchgummierung und diesen klassischen Knipex Cobra Schnellverschluss, was schon extrem sexy ist. Ne? Gerade halt in der Größe. Weil auch alles ineinander passt und so. Ne? Das ist, ja. Wir haben die ja schon öfter gezeigt, auch als Geschenketipp. Ist immer ein mega Burner, freut sich auch jeder drüber und viele dachten aber, das wäre ein Spielzeug. Du kannst sie aber wirklich auch produktiv einsetzen, du kannst da richtig Iwan drauf geben, da ist schon was dahinter, gerade auch im Kfz-Bereich, Motorraum oder sowas, sehr beliebtes Werkzeug. Und das, glaube ich, war auch von Knipex mal so eine Idee, komm, wir machen nochmal kleiner und auch das ist echt ein sehr erfolgreiches Werkzeug bei Knipex. Und auch hier, ich sag mal, selbst wenn du sie noch kleiner machen würdest, du könntest auf jeden Fall immer noch mehr Kraft drauf geben als mit deinen bloßen Fingern. Ja, klar. Aber was mich begeistert, ist diese echt mega Verarbeitung. Ne? Und ihr werdet das ja demnächst nochmal sehen. Ich sag mal, Knipex Factory Tour. Ich kann ja noch nicht zu viel verraten, aber mich hat das echt aus den Schuhen gehauen, wie die da qualitativ unterwegs sind. Das Ganze gibt es natürlich auch noch als Set mit dem Zangenschlüssel. Was nur jetzt hier in dieser Tasche ist, das ist der 150er Zangenschlüssel. Den gibt es aber auch als 125er. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Set zusammengestellt haben. Bei diesen Taschen ist er noch ganz nice. Du kannst hier noch ein paar andere Werkzeuge unterkriegen. Hatten wir auch schon mal gezeigt. Mhm. Ein Taschenmesser haben wir drin gehabt. Ein Bithalter, sowas. Ja, das geht, ja. Und wenn du dich entscheiden müsstest, kleine Cobra oder kleiner Zangenschlüssel? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich die beide so toll finde. Ja. Zangenschlüssel brauchst du öfter, weil du da kannst du an Muttern nicht so viel kaputt machen. Ne? Also mit der rutschst du schon mal ab eventuell. Weißt du, dass du die Ecken rund machst, wenn du eine kleine Mutter hast. Dann kannst du besser den nehmen dann. Ja, ich würde mich eher für den Zangenschlüssel entscheiden, wenn ich nur ein Werkzeug hätte. Weil A, hast du natürlich hier flexiblen Maulschlüssel quasi, also wie so ein Engländer. Und du hast ja auch mit dem Zangenschlüssel so eine gewisse Zangenfunktionalität, dass du was klemmen kannst, was festhalten kannst, ein bisschen was quetschen kannst. Ne? Natürlich, ich würde dann auch lieber eine 125er nehmen, weil ich dann ja diesen Knopf habe. Wenn ich eine Cobra wählen müsste, dann würde ich auf jeden Fall, also die ist schön, aber ich würde trotzdem, die ist ja nicht viel größer. Nee. Und dann hast du halt diesen Mechanismus halt. Ne? Ja, also es haben beide was für sich. Also auch halt einfach Look and Feel. Ja, klar. Ist schon mega. Sind natürlich jetzt nicht ganz preiswert für 1,50 € zu haben. Gibt es aber, wie gesagt, in verschiedenen Versionen. Gibt auch noch statt Tauchgriff. Da gibt es ja auch hier diese schönen Griffe. Da hast du gerade mal zufällig dabei. Ja, ist ja auch noch 150er. Guck mal, die sind, das ist ja, wenn du die daneben legst, das ist ja die gleiche Größe, nur dass du halt hier diesen Griff hast, womit du mehr Iwan hast. Ne? Mhm. Ja, ist auch. Obwohl das natürlich in der Tasche wahrscheinlich. Ja doch, das trägt nicht so auf, das würde auch gehen, ne? So hast du noch mehr Platz in der Tasche, wenn du noch was dazu packen willst. Ja. Nicht viel, aber immerhin, ne? Das ist ja immer eine Preisfrage, was du halt haben willst. Die ist ja auch teurer als die. Es ist ja nun mal so. Das ist, wie es ist, ne? Aber es soll ja nicht euer Problem sein, denn wir hauen einen von diesen Zangen oder Zangenschlüssel raus, wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Und was sollt ihr machen? Hashtag Adventskalender, mal euren Favoriten, eure Alternativen, eure Meinung dazu schreiben. Kurz angeteasert, am Samstag um 18.30 Uhr möchte ich, dass ihr alle vor den Bildschirmen sitzt, vor welchen Devices auch immer, weil es kommt die Stahlwerk Showroom Tour, fast 2 Stunden Hausbesuch bei Rico und Kollegen mit feinster Schweißkunde. Viel Spaß haben wir gehabt. Und wir haben extra den Samstag jetzt gewählt, damit ihr Sonntag bei der Familie sitzen könnt. Ja, aber Sonntag,
Sonntag kommt ja auch geht was. Ja, geht ja auch schnell Sonntag und dann Sonntags, könnt ihr ja auch, ne? Ah. Aber Sonntag. Gibt es auch einen Adventskalender? Der wird, glaube ich, auch ganz gut, was ich so gehört habe. Könnte sich lohnen. Ja. Ne? Also für alle Frischlinge, abonnieren, Glöckchen nicht vergessen. Die anderen auch noch angucken, man kann ja immer noch. Man kann immer. Einigen kann man immer noch teilnehmen. Ja, ne? Hinweisen zur Auflösung geht man natürlich immer in der Videobeschreibung und die News dazu wird es aber nach unserer kleinen Weihnachtspause geben. Ne? In diesem Sinne, bleibt uns treu, 11 Uhr morgen wieder einschalten. Tschüss und bis dann.